So, dann wollen wir mal sehen. Jetzt machen wir das Bild mal weiter. Es haben sich schon einige Zellen gebildet. Das sind zwar jetzt nicht meine Farben, aber ich wollte euch noch zeigen, wie das jetzt mit dem Luftballon weitergeht. So, dafür habe ich jetzt hier einen Luftballon. Diese Größe in etwa, den habe ich schon öfters benutzt. Und da möchte ich euch zeigen, welche Effekte man damit hinbekommt, wenn das funktioniert. Wir machen jetzt erstmal blumenartige Muster. Wir gehen mal hier rein. Aufdrücken. So. Kann man auch zweimal reingehen, dass man die unteren Farben vielleicht besser erwischt. Tun wir nicht. Hier. Da sind auch schöne Farben. Ihr werdet sehen, da werden sich immer neue Farben entwickeln. So. Dann können wir auch Federn reindrehen. So. Noch einmal drüber. Machen wir hier noch mal einen hin. Ja, die Farbe ist ein bisschen dick drauf. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr ablaufen lassen sollen. Machen wir hier auch noch mal einen rum. So. Dann machen wir noch mal. Gehen wir mal hier lang. So. Mal hier um die Ecke rum. Schon abwischen. Eine Blume. Mir persönlich ist jetzt hier zu viel Türkis und Grün drin, ne? Aber ist jetzt nochmal der Farbton, der hier entstanden ist. Die ist schön geworden. Ah, wird nicht mehr anders. Gucken, ob ich noch tiefere Farbtöne rausbekomme. Ah, jetzt kommt ein bisschen Gelb raus. Gehen wir den auch noch mal lang. Jo. Was machen wir denn noch? Machen wir hier noch einen rein. So, immer schön abwischen. So.
So, ich würde mal sagen, das Bild lassen wir so. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit den Bildern, mit dem Bild. Gut. Das wollte ich euch mal zeigen. So, ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ihr könnt mir auch natürlich Fragen stellen. Die werde ich euch alle beantworten. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.